Hallo und willkommen, liebe Mystery-Freunde. Die Mythologie unserer Vorfahren, die ist rund um den Planeten einfach verrückt. Das ist eigentlich völlig egal, in welche Mythen, von welchen Religionen, welchen Sekten, welchen Kulten wir hineinschauen. Immer finden wir obskure Geschichten, obskure Berichte. Und wenn wir im Alten Testament nachschauen, Adam und Eva ist ja auch schon obskur. Die bekommen drei Söhne, Kain, Abel und den Seth später noch. Und davon wird einer auch noch ermordet und erschlagen. Und all diese Geschichten sind doch wirklich sehr rätselhaft. Sie wurden aber noch viel rätselhafter im Jahre 1945, im Dezember 1945, in Mittelägypten so ungefähr. Da gibt es ein kleines Örtchen, das heißt Nag Hammadi, und da wurden durch Zufall Schriftrollen gefunden, handschriftliche Texte, Manuskripte, so ungefähr 50 Stück wurden nach und nach dort entdeckt, im Wüstensand in Tongefäßen. Die waren zum Teil recht gut erhalten, einige wurden leider auch zerstört, aber das sind Schriftrollen, die so aus dem 1., 2., 3. bis 4. Jahrhundert nach Christus verfasst wurden, und zwar von den frühen Christen, von einer Art Urchristentum. Diese Schriftrollen gehören zu den sogenannten Gnostikern. Die Gnostiker, das war eine von unzähligen Strömungen im frühen Christentum und zeigt uns heute im Nachhinein nach fast 2000 Jahren, dass es so dieses einheitliche Christentum damals noch überhaupt nicht gegeben hat. Aber diese Gnostiker und auch die Gnostiker, ist vielleicht etwas falsch gesagt, es gab viele gnostische Strömungen, so richtig die Gnostiker kann man nicht sagen. Aber die haben diese Texte verfasst und die finden sich ausnahmslos alle nicht im Neuen Testament. Es sind alles Texte, die damals geglaubt wurden oder die damals verehrt wurden und hochgeachtet wurden, die aber keinen Einzug in den Kanon der Bibel gefunden haben. Sehr bekannt sind natürlich dann auch diese sogenannten verborgenen Evangelien. Hier ist sehr bekannt die Apokalypse des Paulus und natürlich das Thomas-Evangelium. Diese Texte sind heute überall veröffentlicht, sind überall nachzulesen, aber stehen halt nicht im Neuen Testament. Und sie werfen zum Teil ein ganz anderes Bild auf. Die Figur Jesus, die wir so aus den vier anerkannten Evangelien kennen. Aber bei diesen, wie ich gerade sagte, sind rund 50 Schriften, findet sich auch ein Buch, das nennt sich Das Wesen der Achoten aus dem 3. Jahrhundert nach Christus. Achoten, was sind das denn schon wieder für komische Gestalten? Das sind Götter des Himmels, Himmelswesen, dunkle Mächte. Sie sollen auch für die Schöpfung der Welt und des Menschen verantwortlich sein. Sie werden auch als Götter der Planeten interpretiert. Es sind böse Geistwesen, Herrscher und halt Himmelswesen. Und die Texte der sogenannten Gnostiker berichten öfter mal von diesen Archonten. Und der gesagte Text, das Wesen der Archonten, erzählt so wie in der Bibel auch im Alten Testament die Geschichte von der Schöpfung, von Abel, von Seth, von Kain, Adam und Eva und den Sündenfall, den Rauschmiss aus dem Paradies und so weiter und so fort. Mit dem großen Unterschied, dass hier ein Himmelswesen namens Demiurg als Schöpfer dargestellt wird. Er habe all diese Schöpfung vollbracht. Und da steht dann auf einmal eine ganz komische Sache. Und zwar, als dann Adam erschaffen wurde und später dann seine Gefährtin Eva, haben diese Himmelswesen erkannt, oh, die Eva, die ist ja richtig süß, und wollten sie verführen. So steht es dort. Und Eva war nicht dumm, hat dann sich dagegen gewehrt. Und zwar hat sie sich so mehr oder weniger in einen Baum verwandelt, und der Schatten dieses Baumes habe dann so ihre Konturen angenommen oder hat ausgesehen wie sie. Und diesen Schatten hätten diese Himmelswesen, diese Schöpfer, um das noch einmal zu unterstreichen, hätten sie dann befleckt, wie es dort in diesem alten Text heißt. Mit Befleckung verunreinigt, so heißt es dort wortwörtlich, weil diese Himmlischen eben die Eva schwängern wollten. Aber ganz plötzlich geht es dann in diesem Text weiter, und zwar nach der Geburt von Seth, dem dritten Sohn von Adam und Eva, hat Eva plötzlich eine Tochter bekommen. Und diese Tochter heißt Norea, eine Jungfrau als Hilfe für viele Geschlechter der Menschen. Sie sei nicht befleckt gewesen durch die Himmlischen, weil Eva ja eben doch mehr oder weniger befleckt wurde, obwohl sie nur ihr Schatten war. Aber sie sollte dann eben dafür sorgen, dass zukünftig viele Geschlechter auf der Erde entstehen, weil wie soll man mit zwei Söhnen, wie soll man die Erde dann bevölkern? Das ist schon ausgesprochen kurios und bizarr. Ich komme am Ende des Videos nochmal drauf zu sprechen, auf diese Tochter von Adam und Eva. Aber in dem Buch heißt es dann weiter, dass irgendwann die Sintflut gekommen sei. Und zwar hätten die Achoten Rat miteinander gehalten und haben dann beschlossen, wir
wollen alle Menschen und alle Tiere, wir wollen alle vernichten, alle müssen sterben. Und natürlich haben sie dann auch eine Sintflut geschickt. Und zu dieser Zeit hat offensichtlich die Tochter von Adam und Eva laut diesem Text, laut dieser Mythologie noch gelebt. Und selbstverständlich wollte Noria weiterleben und wollte auch an Bord der Arche. Und so lesen wir da in diesem Buch eine kuriose Geschichte. Und zwar, Noria aber kam zu ihm, also zu Noah, weil sie sich in der Arche einschiffen wollte. Aber als er sie nicht ließ, also Noah, hauchte sie in die Arche hinein und verbrannte sie. Er baute die Arche wieder zum zweiten Mal auf. Ja, das ist schon sehr komisch, dass hier tatsächlich die Arche abgebrannt worden sein soll durch eine Tochter von Adam und Eva und Noah dann einfach mal eben eine neue zusammengebaut hat. Aber offensichtlich hat sie die Sintflut überlebt. Denn nach der Sintflut geht diese Geschichte weiter. Denn die Archonten wollten sie verführen, also diese Noria. Aber sie kam dann in große Bedrängnis und wehrte sich und flehte dann den Himmel an. Oh, Hilf, hier sind diese Verrückten dort, die wollen mich verführen. Und tatsächlich wurde sie erhört vom Himmel und da kam ein Engel, ein Weisheitsengel vom Himmel hernieder. Der verscheuchte dann diese Archonten. Und dieser Weisheitsengel, dieser große Weisheitsengel wird dort Elelet genannt. Und er hatte diese Archonten dann, die Archonten der Finsternis und der Ungerechtigkeit vertrieben und hat dann sich der Noria angenommen und lehrte sie, unterwies sie und hat ihr so allerlei Dinge beigebracht, wie es dort heißt. Im sogenannten Kodex 2.5, Schrift ohne Titel heißt er, tatsächlich heißt er so, oder ein Name auch, der da kursiert ist, vom Ursprung der Welt, erzählt auch ganz ähnliche Geschichten über diese Tochter von Adam und Eva. Und diese Noria war wirklich nicht unbedingt eine Unbekannte, denn schon so um 881 nach Christus hat Bischof Amphianios von Salmis, das ist auf Zypern, diese Person, diese mythische Tochter von Adam und Eva genannt, und zwar in seinem ersten Buch des Werkes Panarion. Und er schimpft ganz, ganz feste auf die Gnostiker und wirklich also sehr unpfleglich, muss man schon sagen. Und sie seien verblendet, sie seien ein Misthaufen, sie seien lächerlich, verachtenswert, stinkende Ausschläge, damit vergleicht er sie. Als Lügner und Dumpfköpfe stellt er sie dar, weil sie führen weitere unsinnige Namen ein und schmieden unsinnige Bücher. Das steht tatsächlich in seinem ersten Buch, Sektion 2, Teil 26, ab Kapitel 1, Vers 1 dort so niedergeschrieben. Das erwähne ich jetzt so, weil es ist sehr umfangreich. Ich fasse es hier nur so ganz grob zusammen. Dieser Bischof hat offensichtlich einen großen Hass an die, auf diese Gnostiker, dass sie ihm neue Namen erfinden und unsinnige Bücher erfinden. Damit sind eben diese gnostischen Texte gemeint, die dann 1945 zum Teil wenigstens in Ägypten entdeckt wurden. Und jetzt kann man ja sagen, das ist so alles so, das sind so Abtrünnige, so eine Sekte. Aber es gab ja zur ersten Zeit der Gnostiker, zum frühen Christentum, da gab es ja noch gar keinen einheitlichen Kanon. Dann kann man also nicht sagen, dass die frühen Gnostiker also sich nicht an die wahren Lehren des Christentums gehalten haben, weil die eben noch nicht fixiert wurden. Das wurde erst auf späteren Konzilen gemacht. Aber diese Texte werden heute in der Theologie natürlich werden sie studiert, in Sachen, wie hat sich das Christentum entwickelt, wie kam es zum Neuen Testament, dass wir da nur die vier Evangelien drin haben, was gab es für christliche Strömungen, sind die Gnostiker in Syrien zum Beispiel die gleichen gewesen, wie die Gnostiker in Ägypten, die ihre Texte dann koptisch verfasst haben. Und das ist natürlich auch noch in Zukunft viel Stoff für Forschung. Aber wenn schon im 4. Jahrhundert ein Bischof auf Zypern so heftig über diese Texte und diese erfundenen Namen, wo eben dann auch die Tochter von Adam und Eva mit gemeint ist und diese von mir jetzt zusammengefassten Texte gemeint sind. Und wenn er da schon so schimpft, da weiß man doch schon, dass im 4. Jahrhundert schon das Christentum sich überhaupt nicht einig war. Was sollen wir eigentlich glauben? Wie war das und wie war die Urzeit? Weil Sintflut, Schöpfung, Arche Noah, den ganzen Krempel, das ist ja Urzeit gewesen. Aber was ist die wahre Aussage von Jesus? Natürlich muss man natürlich auch dazu sehen, wenn man das Thomas-Evangelium nimmt, warum ist das nicht in der Bibel? Ist das alles Quatsch, was da drin steht? Das ist wirklich ein sehr umfangreiches, ein sehr großes Thema. Aber es ist schon spannend, dass solche komischen Geschichten da sich meinetwegen
dass sie meinetwegen sich die Gnostiker das ausgedacht haben. Aber seltsam ist, dass die dann die Schöpfung war übrigens nicht gut, das war was Böses, so legen sie sich in einigen Texten dar, aber dass die Schöpfung nicht von diesem Gott des Alls, des Universums, des wirklich wahren Gottes vollbracht wurde, sondern eben von diesen seltsamen Himmelswesen, die dann noch Eva verführen wollen, später noch ihre Tochter verführen wollen. Was sollen das denn für verrückte Himmelswesen gewesen sein? Und natürlich muss man sich fragen, was waren das eigentlich für verrückte Autoren, die sich solche alten Texte oder solche Geschichten ausgedacht haben und sie in ihren handschriftlichen Manuskripten dann niedergeschrieben haben. Wenn ihr online mal suchen möchtet, dann gibt einfach nur ein Texte, Gnostiker oder so. Ihr findet zahlreiche Veröffentlichungen. Seit Jahrzehnten gibt es immer wieder Buchveröffentlichungen, die diese Texte in Deutsch publiziert haben oder auch für sich wissenschaftlich damit auseinandersetzen und das diskutieren und Textvergleiche. Es gibt sogar Übersetzungen von dem Koptischen auf Deutsch, wobei das parallel abgedruckt. Also müsst ihr einfach mal googeln. Da könnt ihr diese ganzen Texte mal umfangreich nachlesen. Aber unten in der Beschreibung werde ich euch auch nochmal einen Link hinsetzen, wo ihr das, was ich hier zusammengefasst habe, auch nochmal nachlesen könnt. Solche Sachen sind faszinierend und die meisten, die sich für die Mystery Files und die Phänomene und meinetwegen Grenzwissenschaft interessieren, sind ja der Überzeugung, an jeder Legende, an jeder Mythologie, Sage oder meinetwegen sogar an jedem Märchen steckt irgendwo doch ein Funke Wahrheit. Irgendwo ist da ein bisschen Wahrheit drin. Vielleicht ist es auch hier so gewesen. Wir wissen es nicht, wir werden es auch wohl niemals erfahren. Gerne ein Feedback geben, einen Daumen hoch, wenn ihr mögt. Und lasst auch gerne, wenn ihr es noch nicht getan habt, ein Abo hier. Dann sage ich mal Tschüss, ihr lieben Lasianer. Bis zur nächsten Folge. Euer Lars.